Herr P. aus dem Bezirk Baden muss stehe nach der Scheidung für seine Tochter 300 Euro Unterhalt pro Monat zahlen. Der Kfz-Werkmeister erzielte ein gutes Einkommen. Als P. arbeitslos wurde, bekam er immer noch knapp 1500 Euro Arbeitslosengeld pro Monat. Die Tochter habe Anspruch auf 21% seines erzielbaren Einkommens, entschied das Gericht. Um seiner Unterhaltspflicht zu entkommen, setzte der Vater einen ebenso drastischen wie dreisten Schritt, er ging als Mönch in ein Kloster und stellte den Antrag, von seiner Unterhaltspflicht entbunden zu werden. Schließlich habe er kein Einkommen mehr, durch sein Mönchdasein habe er jeglichem weltlichen Besitz abgeschworen, hieß es im Schriftsatz, in dem er sich auf sein Grundrecht auf Religionsfreiheit berief. Die Tricks von Elternteilen, der Unterhaltspflicht zu entgehen, kennt der Rechtsanwalt Günther Tews von der Kanzlei SDSP zur Genüge. Faktisch seien Männer die Mehrheit der Unterhaltsverpflichteten, daher gebe es bei ihnen mehr Probleme, sagt Tews. Doch in Einzelfällen ist auch die Zahlungsmoral der Frauen nicht besser. Probiert werde alles Mögliche, sagt der Familienrechtsexperte. Nicht wenige gehen etwa schwarz arbeiten, um den Unterhalt zu verringern oder wählen den Weg in die Selbstständigkeit, wo der Einkommensnachweis schwieriger sei als bei uns Selbstständigen. Tews kritisiert, dass Männer wie Frauen oft gar nicht nachrechnen, wie viele Kinder sie nach einer Trennung noch ernähren können. Auch er hatte schon den Fall, dass ein Vater ins Kloster ging. Es ist völlig aussichtslos, auf diese Weise seiner Unterhaltspflicht zu entkommen. So entschied auch der OGH im Fall des Kfz-Werkmeisters, der Unterhaltsschuldner hat alle Kräfte anzuspannen, um seiner Unterhaltspflicht nachkommen zu können. Sprich, er muss im Rahmen seiner Möglichkeiten alles tun, um ein Einkommen zu erzielen oder zumindest Arbeitslosengeld beantragen. Tut er das nicht, wird auch der Mönch angespannt, also so behandelt, als würde er wie ein pflichtgetreuer Elternteil Einkünfte erwirtschaften und der Unterhalt wird hypothetisch berechnet. Die Religionsfreiheit werde dabei nicht verletzt, so der OGH im Fall des Mönches. Wird kein Unterhalt bezahlt, muss der Staat mit Unterhaltsvorschuss einspringen. Auch Anwältin Lydia Lindner in Linz hat sich auf das Familienrecht spezialisiert und kennt die Methoden zahlungsunwilliger. Immer wieder setzen sich Väter ins Ausland ab. Versuchen Sie einmal, den neuen Wohnsitz ausfindig zu machen. Das war schon mit spanischen Behörden schwierig, die nicht wahnsinnig bemüht waren, den Vater ausfindig zu machen, sagt Lindner. Außerhalb der EU, etwa in der Türkei, sei es noch schwieriger. Dass sich Elternteile beharrlich weigern, Unterhalt für ihre Kinder zu leisten, kann die Anwältin schwer nachvollziehen. Ich denke mir oft, bitte, du hast die Kinder doch in die Welt gesetzt. Manche Väter wollen nach der Trennung ihr altes Leben völlig hinter sich lassen. Oft ist das purer Egoismus, sagt die Anwältin. Nicht ins Kloster, sondern ins Gefängnis kam vor 3 Jahren ein damals 45-jähriger Oberösterreicher. Er wurde wegen versuchten Mordes zu 11 Jahren Haft verurteilt, weil er in das Haus seiner Ex-Frau und Kinder eingedrungen war, die Frau gewürgt und angeblich noch geplant hatte, die Wohnung in Brand zu stecken.